Herzlich willkommen zum Medizin der Erde Podcast. Mein Name ist Christel Ströbel, mein heutiger Gast Gabi Schörk. Sie ist Mitbegründerin und Kongressveranstalterin von 12 United to Heal Kongressen, den weltweit größten homöopathischen Kongressen. Sie ist Autorin und seit 24 Jahren leidenschaftliche Homöopathin, unermüdliche Mutmacherin. Sie hat eine eigene große homöopathische Selbsthilfe-Community und über 10.000 Menschen mit ihren eigenen Online-Kursen homöopathisch ausgebildet. Sie ist Mutter von 2 Töchtern und absolute Spanien-Fan. Gabi liebt es, kreative Visionen zu verwirklichen für eine bessere und gesündere Welt. Heilsame Vernetzungen liegen ihr besonders am Herzen. Sie ist überzeugt, dass der Zeitgeist die innere Friedensbewegung sein muss, wenn wir im Außen den Frieden wieder erleben möchten. Und so habe ich heute das Bild vom Löwenzahn gewählt. Mögen Gabis Träume und Visionen sich in die Welt verteilen wie die Samen vom Löwenzahn und aufgehen an vielen Orten. Ja, liebe Zuschauer, ich freue mich jetzt von ganzem Herzen auf ein ganz besonderes Gespräch mit Gabi Schörk und begrüße dich ganz, ganz herzlich, liebe Gabi. Hallo, liebe Christel, so schön hier mit dir jetzt in dieses Gespräch zu gehen. Weil wir sind schon über ein paar Jahre jetzt ja immer wieder in Kontakt und es ist jedes Mal eine Begegnung und es ist jedes Mal so ein Gleichklang. Das finde ich so schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo man einfach diese Seelenverbindung spüren kann. Danke für die Einladung. Ja, du, von Herzen gern. Und ich denke, spätestens jetzt in unserer Zeit, wo so vieles online geht und wir ja zwar beide hauptsächlich in Deutschland leben und trotzdem haben wir uns ja live auch noch nie gesehen und immer wieder zu erleben, auch online, über Raum und Zeit können solche Herzensverbindungen entstehen und das finde ich einfach so motivierend jetzt für diese Wandlungszeit, aber auch für die neue Zeit, um zu merken, es ist Energie, es ist Schwingung, da passiert so, so vieles, ohne dass wir uns direkt physisch gegenübersetzen. Das ist so verrückt, wirklich. Mein Coach, der 7 Jahre und jetzt mein Partner von einem neuen Projekt, 7 Jahre hat er mich durch tiefste Krisen und durch unglaublich viele Lebensentscheidungen getragen, sozusagen. Und ich hatte den nie wirklich persönlich kennengelernt, nie in den ganzen 7 Jahren. Jetzt habe ich ihn das erste Mal in der Schweiz gesehen. Oder Jens Wurst, das war so ein tiefer Freund für mich. Wir haben uns noch nie wirklich gesehen. Also es ist online möglich, das ist das Verrückte, ne? Ich war dann, wo ich ihn das erste Mal getroffen habe, das 7 Jahre, ich war echt aufgeregt, dachte ich, oh meine Güte, vielleicht ist der ganze Zauber vorbei, wenn man sich dann in echt sieht. Aber es war dann Gott sei Dank nur noch hochpotenziert schöner. Und es hat gezeigt, dass man auch online ein Gespür für Menschen haben kann, ja, ob es passt oder nicht. Ja, das sind die Dinge zwischen Himmel und Erde, die man lang nicht wirklich erklären konnte. Oder wenn, war es eine wissenschaftliche Erklärung. Aber das durften wir jetzt alles einfach so live erleben und lernen, dass es eben sehr wohl möglich ist. Ja, liebe Gabi, wir haben uns ja hauptsächlich kennengelernt über United to Heal, deine Zeit damals, wo du noch dabei warst. Du hast immer wieder Interviews mit mir gemacht und es war mir jedes Mal eine Freude und wir haben einiges gemeinsam gemacht und was dann einfach immer bei den Zuschauern oder Teilnehmern so zurückkam, boah, die Gabi, die ist immer so, die versprüht gute Laune, als ob sie so ein Spray dabei hätte. Was eben auch über den Äther rüberkam. Und wenn ich so denke an deine Homöopathiekurse, ist das irgendwie so ein ganz großer Teil, den du praktisch in deinem Seelenplan hier mitgebracht hast, diese gute Laune immer wieder zu versprühen oder Menschen so viel Hoffnung zu machen? Ja. Ja, das ist wirklich was, das ist mir so wichtig, weil. Aber ich muss vielleicht noch ein bisschen was dazu ergänzen. Ich bin ein Mensch, der wirklich mit Schmerz und Traurigkeit genauso in Verbindung ist. Ja, wenn ich mir diese Welt angucke, bin ich sofort in Kontakt mit meinem Schmerz. Wenn ich wirklich diese Kriege, diese unnützen
sinnlosen Gewalt in dieser Welt mir angucke, wenn ich mir die Corona-Zeit angucke, so viel Ungerechtigkeit, dann kann ich sofort weinen, wirklich. Also das ist mindestens genauso wichtig für mich wie diese Freude. Aber ich habe vorhin im Vorgespräch dir wirklich gerade so mein absolutes Lieblingszitat, wirklich, das mich jetzt fast seit einem Jahr wirklich täglich immer wieder erinnert: Da, wo der Schmerz, da, wo die Verwundbarkeit am allergrößten ist, da ist die Geburtsstätte für Kreativität, für Genialität und für neue Bewegungen. Und das ist was ich sehr, sehr wesentlich finde. Wir können nicht nur optimistisch und ja, alles ist gut und ja, oder wir gucken wo nicht mehr hin, ja. Das ist ja auch was eine Entscheidung, wo viele Menschen treffen. Sie gucken sich keine Nachrichten mehr an, sie blenden komplettes aus. Ich habe ein Interview mit der Epoch Times gemacht, das wirklich für mich die beste Zeitung ist, die es wirklich gibt, weil sie absolut fundiert, unemotional, wahrheitsgetreu, traditionsgetreu berichten. Und sie hat gesagt, wo kommen wir hin in der Gesellschaft, wenn wir nicht mehr hingucken, nicht mehr mitkriegen, was es alles in der Welt gibt? Aber wie können wir das wandeln? Wie können wir das nehmen in die Kraft, in die Ressource, in die Bewegung, wo wir wirklich ein aktiver Gestalter von einer neuen, besseren Welt oder für unsere eigene Gesundheit werden? Oh, ist das schön, ja. Ich denke, Bescheid zu wissen, nicht in jedem winzig kleinen Detail, aber so mal im Groben, was da draußen passiert, ist wichtig. Aber sich dann eben auch nicht im Schmerz zu verlieren, sondern zu schauen, okay, aber wo gibt es diese andere Seite? Was könnte hinter diesem Schmerz liegen? So wie du es auch vorhin gesagt hast, dieser Spruch, der dich da jetzt seit einem Jahr begleitet, den ich auch so sehr aus meinem Leben kenne, dort, wo der größte Schmerz und das scheinbar größte Unglück ist, dass da der eigentliche Schatz des Lebens drunter liegt, der jetzt gehoben werden möchte, wo wir praktisch so in einem Schmerz drin sind oder in so einem Moment dann, wo man in so einem Schmerz drin ist, wo man das Gefühl hat, ich kann immer tiefer fallen. Und dann gibt es ja immer noch den Spruch, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Genau. Und das ist auch wieder was, wo ich denke, okay, dieses Menschsein, meine Seele hat sich's ausgesucht, deshalb bin ich hier. Und da gab es viele unendliche Höhen und es gab viele unendlich tiefe Abstürze, aber das formt uns im Laufe des Lebens. Und so heute jetzt in dem Alter bist du eine ganz andere wie vor 30 Jahren, ich bin eine ganz andere. Und da hat uns das Leben hingebracht. Und es steht ja noch so vieles bevor. Und jetzt komme ich aber mal auf dich, Kavi, und deinen Weg. Aber das ist schön, ich mag diesen Dialog, so wo es wirklich begegnet, wo man sich abholt. Aber ich möchte noch mal zu dem Spirituellen, das ist auch was, was ich so schön finde, dass das uns verbindet. Ich bin ein sehr, sehr spiritueller Mensch und zu sehen, wenn ich auch weiß, wenn ich mich berühren lassen kann von dem, was in der Welt ist, ohne mich drin zu verlieren. Dann habe ich die Möglichkeit und kann für andere Menschen wirklich beten oder sie in meinen Geist, in mein Gewahrsein mit reinnehmen. Und dann hat es nichts Überwältigendes mehr zu tun. Dann bin ich vielleicht nicht aktiv und reise jetzt irgendwie in die Ukraine, sondern ich kann trotzdem in meiner Meditation ja für diese Menschen beten und denen Liebe schicken. Und ich weiß wirklich, ich bin zutiefst überzeugt, weil ich das so oft in meinem Leben erfahren habe, dass es ganz, ganz viel Kraft und Macht hat, wenn Menschen an einen denken, wohlwollend und in Liebe und in dieser Verbindung mit dem großen Ganzen. Ja, und da gibt es ja inzwischen auch wissenschaftliche Untersuchungen darüber, was es bedeutet, wenn Menschen weltweit meditieren zu einem und demselben Thema. Vielleicht nicht genau in der gleichen Stunde, aber in so einem Zeitraum, dass sich da einfach in der Schwingung Energie von der ganzen Erde was verändert. Und auch das ist was, wo man, glaube ich, jetzt immer klarer sehen dürfen und auch als eine Wahrheit annehmen, dass das, was ich in meinen Gedanken trage, ob ich mich jetzt aufregen, boah, und die Bösen und die Schlimmen, oder ob ich sehe, okay, wir alle sind Menschen, wir sind eine Menschheitsfamilie und ich segne jetzt einfach tief aus meinem Herzen raus alle Menschen hier auf der Erde, groß, klein, alt, jung, Männer, Frauen, Kinder, mit der Liebe meines Herzens, denn wir sind eine Familie. Und da kann ich alles mit einschließen und das ist einfach eine ganz, ganz andere Energie, mit der wir da unterwegs sind.
Absolut. Und mein Vater hatte ja einen Schlaganfall. Vielleicht so ist es, ich kann das global machen, ja. Aber das war wieder so eine Erfahrung. Meine Eltern sind auch sehr gläubige Menschen, ja, nochmal ein bisschen anders wie ich, ne, ist schon noch sehr kirchlich, aber die sind in der großen Gemeinde und es war unglaublich. Mein Vater hatte diesen Schlaganfall, klar, der wurde natürlich homöopathisch behandelt, ist jetzt 4 Wochen her mit einem schweren Schlaganfall und da waren bestimmt 100 Menschen, die wirklich für meinen Vater gebetet haben, ja. Also das wurde natürlich der Gemeinde bekannt und Kirche kann man wirklich in Frage stellen, aber das war sehr berührend, wirklich. Also, das war wirklich so: Wir beten, wir nehmen dich mit unseren Gebete. Und klar, er wurde dann auch noch homöopathisch mit wirklich guten Arnika, Opium, Lachesis und so behandelt, diese klassischen Schlaganfallmittel. Aber nach 4 Wochen, er ist fast komplett wieder, ohne dass man irgendwas merkt. Es ist wirklich, wirklich ein Wunder. Und das glaube ich schon, dass das eine, also das zeigt mir wieder, was das für eine Kraft hat. Und das hat ihm auch so berührt und so gut getan, auf der seelischen Ebene zu wissen, da gibt es ganz viele Menschen, die nehmen mich mit in ihre Gebete. Schon allein das zu wissen, ich bin Menschen wirklich Ja, wichtig. ja. Die investieren sozusagen ihre Liebe in meine Heilung, ja. Das allein schon, diese Vorstellung. Und das ist was, was leider in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich kultivierte Tradition ist. Und das war früher Standard. Da hat man in diesen Not- und Kriegszeiten viel mehr sowas füreinander gegeben, ne? Ja. Vielleicht kommen wir ja wieder in solche Zeiten hinein. Und ich Ist mir glaube, es sehr ist einfach wichtig. an uns dann auch, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat und es auch in seinem eigenen Leben schon integriert hat, dass wir einfach drüber sprechen. Weil Ja. vielen Menschen ist das einfach gar nicht bewusst oder es ist schon so viele Traditionen weit her, hunderte von Jahren, wo das die eigene Familie gemacht hat. Aber genau solche Dinge, die dürfen wir einfach alle wieder ins Leben holen. Ja. Das ist ja, was ist wirklich eine bessere Welt? Das ist ja so auch das, was ich so im Herzen jetzt trage, aus diesem Schmerz heraus, dass ich ein Engagement habe und gern mit Menschen wie dir und mit vielen anderen, die gleiche Sehnsucht in sich spüren, dass wir Gestalter werden wollen, wieder von was Neuem, von dem, was uns wieder mit unserer Seele wirklich verbindet. Ich finde, wir leben in einer seelenlosen Zeit. Wenn ich mich so umgucke, egal ob ich beim Einkaufen gehe, was für seelenlose Lebensmittel in diesen Einkaufskörben drin liegen, oder wenn man guckt, was wir für eine Konsumgesellschaft sind, immer sich irgendwo berieseln, wo ist da noch die Seele genährt, ja? Und ich glaube, dieses Bewusstsein wieder aufzuwecken, aufzukitzeln, zu sensibilisieren oder, ne, deswegen bin ich so dankbar, dass du ja auch bei dem Friends-Projekt dabei bist. Wieder diese Rückverbindung zur Natur ist die Rückverbindung zu unserer Seele, die Rückverbindung zum großen Ganzen und das, wenn wir das wieder kultivieren, ich glaube, dann haben wir eine viel friedlichere Welt. Ja. Oh ja, da bin ich so mit dir, Gabi. Ich mag jetzt mal so ein kleines bisschen zurückgehen. Bei dir gab es jetzt auch dieses Jahr eine ganz, ganz große Veränderung in deinem Leben. Du hast sozusagen eine neue Abzweigung genommen. Da war ein Schildchen, das war vielleicht am Anfang noch ein ganz kleines und irgendwann, so wie es jetzt gerade sehe, ist ein ganz großes Autobahnschild. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was sich da in deinem Leben so ereignet hat und wie es überhaupt dazu kam, dass du jetzt so einmal zu diesem Schild, hier geht's lang, Gabi, abgebogen bist? Du hast es ja schon gesagt, United to Heal war 5 Jahre wirklich so mein Kind. Wirklich, da habe ich all meine Liebe hineingegeben. Aber das vielleicht jetzt auch, ich finde es ja immer schön, dass jeder, der zuschaut, selber immer vielleicht eine Inspiration kriegt. Und vielleicht kennst du es genauso aus deinem Leben. Das ist wie ein Magnet. Du willst was zusammen und es stößt sich aber immer ab. Ja, und du willst es nicht verstehen, du versuchst es zusammenzudrücken, aber die Kräfte, wo es auseinandergeht, die sind einfach so viel größer. Und so habe ich es wirklich mit United to Heal erlebt. Und ich glaube, dass Matthias, Doris und ich, dass wir alle dieses Kind geliebt haben und dass es sich niemand hätte vorstellen können, loszulassen. Und trotzdem, es gibt manchmal Dynamiken, Lebensszenarien, die liegen nicht in unserer Hand und so war es einfach. Und dann kann man daran verzweifeln, weil es ist immer ein großer Schmerz, wenn man sowas loslassen muss, darf, soll. Aber ich
glaube, da hilft mir persönlich wieder der Glaube enorm, wirklich in diese Demut zu gehen und sich echt hinzugeben. Weil was anderes bleibt ja in dem Moment gar nicht übrig. Und zu schauen, wo, für was wirklich, das hat mal jemand zu mir gesagt, den Sinn, der fliegt nicht einfach runter zu dir, den Sinn, warum was so ist, ja, den musst du wirklich suchen, ja. Und gerade bei schweren Schicksalsschlägen, es gibt ja noch viel, viel schwerere Schicksale, wenn ich ein Kind verloren habe, diesen Sinn, den musst du jahrelang suchen. Und den zu suchen, der hat mich wirklich ins Land der Träume gebracht. Und ich habe das wirklich geträumt, dieses neue Projekt Friends. Das war plötzlich so in diesem Schmerz. Ich weiß nicht, ich habe echt geweint und dann bin ich so halb im Aufwachen. Kennt ihr diesen Dämmerzustand? Und dann kam plötzlich wie immer fünf, fünf. Und ich habe das nicht verstanden. Und dann kam plötzlich auch nochmal so dieses Bewusstsein, da war das sehr präsent, auch in den Medien mit den Kriegen und dachte ich, ich glaube, es wartet wirklich eine neue Aufgabe für mich. Ich habe das wirklich so in jeder Zelle meines Körpers fühlen können und ich wusste, das wird was Großes, aber ich kann das nie alleine schaffen. Das war mir klar und dann wusste ich, die fünf steht wirklich für andere Menschen, für Partner, für Wegbegleiter, die genauso diesen Enthusiasmus, diese Leidenschaft, aber auch ein bisschen dieses Rebellentum in sich haben, ja. Und dann wusste ich sofort, ich muss René Gräber anrufen. Das ist so, mit dem habe ich 10 Interviews gemacht und ich wusste, wir schwingen total gleich. Der hat so die Energie, ja, von Aufbruch, von Neudenken, von kritisch denken auch ein Stück weit und geniale neue Ideen in die Welt zu bringen. Und der fand das Projekt gleich toll. Und so kam einer nach dem anderen. Und das war so eine spannende Inszenierung vom Leben. Ich mache es einfach ganz kurz, aber das ist die Gnade wirklich und dieses Geschenk, was wir kriegen, wenn wir uns glaubwürdig hingeben. Dann irgendwann schaffen, loszulassen. Und dann kann sich das ja wieder neu füllen und die Magie entsteht. Und es ist wirklich Magie, was ich wirklich, also jetzt gerade erleben kann. Es ist schöner, größer, wie was ich mir jemals hätte träumen lassen. Und das ist jetzt nicht nur ein blöder Spruch. Das ist wirklich so. Es ist ein Wunder über Wunder, was da plötzlich alles passiert ist. Und deswegen, ja, wir können, das ersetzt niemals diesen schmerzhaften Prozess, wenn wir sofort in was Neues reinspringen. Wir müssen, glaube ich, wirklich durch all diese Gefühle und diese Abgründe uns die wirklich angucken. Die sind nicht immer gemütlich. Aber was das Schöne ist, dadurch entsteht ja wieder Verbindung, ja. Das in denen, wenn ich mich dann teile und zeige, mit Menschen auf andere zugehe und dann ja, dann kann ich mich wieder geliebt spüren. Dann kriege ich auch mit, welche Menschen zu meinem jetzigen Leben dazugehören. Und das durfte ich alles in diesem Jahr erfahren. Deswegen, es war ein sehr intensives Schüttel- und Rüttelbrett, ja, sozusagen. Aber jetzt freue ich mich so wie ein Kind wirklich auf 2024, auf das Projekt, das ja dann anfängt. Und ich freue mich so, dass wir, darf ich vielleicht schon verraten, einen ganz schönen Abend machen werden zusammen in diesem neuen Friends Project for a Better World. Wir werden einen Live-Abend miteinander gestalten. Also Christel wird natürlich den Abend machen, aber ich begleite sie. Und ich wünsche mir so einen schönen Frauen-Heilspace, wo wir über deine Knospen sprechen werden. Das passt so zum Neujahrsanfang. Das habe ich hier schon ein bisschen verraten. War das jetzt okay? Es war total okay. Aber ich freue mich einfach, Ja. weil wir das vorhin ganz spontan entschlossen haben, dass wir das so machen wollen. Und das war immer auch so, wir hatten das immer schon mal so im Geist. Ja, irgendwann machen wir mal so was zusammen mehr. Und irgendwie hatte ich so, ach, jetzt ein Interview. Und jetzt ist immer wieder so schön zu sehen. Ich arbeite ja ganz viel mit Vision Boards und wirklich mit Imagination. Ne, du musst es immer erstmal sehen, damit es sich manifestiert. Und das war immer so, das war aber nie der Moment. Es ging mit United Heal irgendwo nicht. Da war noch zu viel, ja, Unfreiheit. Und jetzt ist so eine Freiheit da. Und dann war es so schön, dass sowas dann entstehen kann, einfach. Aber das finde ich auch so essentiell und vielleicht für alle, die zugucken, jetzt ist der Jahresanfang, dass man sich die schönste Version von sich selbst, aber auch vom Leben wirklich ausmalt. Ja.
Bilder vielleicht ausschneidet, bei mir ist auf jeden Fall jedes Jahr ein großes Vision Board, wo wirklich das Wichtigste, was mir ganz tief im Herzen wichtig ist, in irgendeiner Form von Bild, von Farbe, von Symbol ersichtlich, dass ich mir jeden Tag angucken kann. Und das ist immer wieder so spannend, was dann am Ende des Jahres letztendlich rauskommt. Oh ja, also ich hatte jetzt schon lange kein Vision Board mehr, aber auch in meinem Leben gab es mindestens 3, 4 Jahre, wo ich das immer wieder gemacht habe. Und ich hab mir nie ein komplett neues gemacht, sondern ich habe immer so gewisse Teile, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt noch genauso wichtig, das ist noch genauso aktuell. Und es ist immer noch meine Vision, jetzt auch 3 Jahre später. Und die durften immer bleiben, aber es drumherum hat sich dann so ein bisschen verändert. Ja, das ist schön. Aber Da was ich jetzt gibt's. auch noch sagen mag, also ich kenne es ja auch aus meinem Leben, wo ja auch alles Mögliche schon zu Ende ging. Und es ist auch so wichtig, irgendwann mal zu erkennen, da hat sich was erfüllt. Da gingen Freundschaften, eine Freundschaft hat sich erfüllt, eine Partnerschaft hat sich erfüllt oder auch mein bisheriger Weg hat sich erfüllt. Und dass wir dann wirklich den Mut haben, stehen zu bleiben und sagen, okay, wenn sich's erfüllt hat, wenn da einfach keine Kraft, keine Energie mehr drin ist, kann ich es jetzt einfach loslassen? Braucht es noch eine Verabschiedung? Braucht es noch so einen Blick zurück? Für was bin ich dankbar? Das ist manchmal ganz, ganz schwierig, vor allem wenn so ein Ende, wie es ja auch bei mir oft mal war, gar nicht von mir ausging, sondern das von außen kam, wo man so, nein, 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 das will ich doch so alles gar nicht. Und trotzdem gleichzeitig zu spüren, aber das Leben möchte mich wo ganz anders haben, nämlich dort an dem Platz, der jetzt für mich richtig ist. Aber ich laufe da freiwillig gar nicht hin, weil ich hier noch so am Alten festhalte. Und so habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist das auch bei dir, das Leben hat einfach noch so viel mit dir vor oder auch das Universum, das möchte ich vielleicht an einem ganz anderen Platz sehen. Absolut. Was genau ist bis jetzt alles diese Vision deines neuen Projektes mit diesen 5 Partnern, die da bei dir mit dabei sind in diesem Friends-Projekt? Ja, das ist, ja, ihr seht schon, ich merke, ich spüre selber, wie ich strahle, weil ich, ja, weil ich das so eine Freude habe, jetzt so diese Welt so aktiv mitzugestalten. Und vielleicht habt ihr Lust, mit dabei zu sein, mit euren Ideen, Innovationen, Vernetzung. Das war, glaube ich, was, Christel, das hast du auch so stark in dir. Du bist auch eine Vernetzerin. Das ist der jetzige Zeitgeist, da bin ich mir wirklich ganz, ganz sicher, weil wir können das ja gar nicht allein schaffen. Wir brauchen so viele Menschen mit ihren klugen, einzigartigen, innovativen, kreativen Gedanken. Also so, dass wir das wirklich alles zusammenbringen und natürlich aber auch Menschen, die sich schon vielleicht über viele Jahre Gedanken gemacht haben, die sprechen zu lassen. Das ist auf jeden Fall essentiell. Wir brauchen auch diese Pioniere sozusagen, die uns wieder inspirieren können in unserer eigenen Intelligenz. Aber was eigentlich das Stärkste an Motivation nochmal auch wieder aus dem Schmerz entstand, dass ich viele sehr gesundheitsbewusste Patienten zum Beispiel habe. Ich habe wirklich sehr, sehr viele. Die machen eigentlich alles richtig, ja. Aber dann haben die oft finanziell zum Beispiel Probleme, ja. Oder ne, die versuchen alles richtig zu machen mit ihren Kindern, wirklich alles, aber die haben kein Sexualleben mehr und oft wirklich große Probleme in auf ihrer Paarebene. Ja, dann gibt es die total erfolgreichen Menschen, die gibt es auch, oder? Die einfach ein Business nach dem anderen mega rocken, aber zum Beispiel halt einfach kein Bewusstsein über Gesundheit haben. Ja, dann gibt's, ich habe 18 Jahre im spirituellen Zentrum gelebt. Da gibt es wirklich so extrem spirituelle Menschen. Und dann habe ich mich sowas von gewundert, dass 50% wirklich aus diesem spirituellen Zentrum wie Wahnsinnige in den Impfzentren gerannt sind. Kaum ging das mit Corona los, da denke ich, wow, interessant, wo ist das Vertrauen? Wo ist das? Oder Menschen, ne, aus der Ökoszene, sagen wir, die gegen Genmanipulation ohne Ende auf die Straße gegangen sind und sich jetzt diesen Impfstoff einfach ganz leichtfertig. Ich habe gar nichts dagegen, dass man sich impfen lässt, wenn das für jemanden stimmig ist, aber die Art und Weise, wie das Ganze verstanden wird, das hat mich einfach alles, diese ganzen. Ja, das sind ja Widersprüchlichkeiten eigentlich, ja. Die haben Augenschmerz bei mir hervorgebracht. Und da habe ich gedacht, wir müssen noch viel mehr. Was heißt denn ganzheitlich?
Ja, reicht es einfach, dass ich weiß, wie mich gesund ernähre, um glücklich und erfüllt zu leben oder um die Welt besser machen zu können? Ich glaube, wir müssen das alles noch viel mehr zusammenbringen. Finanzen, Ökonomie, Ökologie, Gesundheit, Bildung, Schulsysteme. Das gehört für mich alles zusammen, weil das reicht für mich nicht. Ich bin mit Leib und Seele Homöopathin. Es reicht nicht, wenn ich mein Kind wirklich von vorne bis hinten homöopathisch begleite, aber dann letztendlich das Kind in einem Schulsystem ist, wo es jeden Tag letztendlich Vergewaltigung auf der seelischen Ebene erlebt. Ja, und da müssen wir noch globaler, ganzheitlicher denken, mutiger sein, wirklich aufzubrechen, glaube in so ein neues, ganzheitliches Denken und dann natürlich auch Umsetzer sein. Ich bin immer für die Umsetzung. Was nützt mir das, wenn ich das beste Wissen der Welt habe, oder? Und es einfach nicht auf die Erde bringen. Und das soll auch bei Friends, ist mir total wichtig. Deswegen, es wird eine ganz aktive Community sein, damit wir uns voll unterstützen, wirklich möglichst bestmöglichst unterstützen, dass das echt konkretisiert, manifestiert im Leben von Menschen sein kann, für die Zukunft von unseren Kindern natürlich. Ja, und ich denke vor allem, diese Wege gemeinsam zu gehen. Das heißt, wir müssen ja nicht jede Sekunde und jeden Meter Hand in Hand miteinander laufen. Aber Genau. es ist so anders, ob ich ganz allein auf dieser Welt gefühlt stehe und meine Idee da irgendwie in die Welt bringen möchte. Oder ob da einfach nur andere Menschen dabei sind, die sagen, ach komm du, ich nehme dir mal die Buchhaltung ab. Ich weiß, du hast mit Zahlen überhaupt nicht. Und denk, Genau. oh, gottwillig Gnade, willig Geschenk. Und in dem Moment spüre ich, jetzt habe ich auf einmal Freiraum für das, was mich eigentlich ausmacht. Und Absolut. so haben wir ja alle unsere Stärken, unsere, boah, da gehen wir in die Welt und das fällt uns ganz, ganz leicht. Und jeder hat aber auch so die vermeintlichen Schwächen, wo man einfach merkt, es muss sein, aber oh, das kostet mich so viel Lebenskraft, Nervenkraft. Und wenn wir da einfach mit allem so miteinander unterwegs sind, man stärkt sich den Rücken, man ebnet sich gegenseitig den Weg. Das ist so, so schön und das ist für mich neue Zeit. Auch wenn das Absolut. viele wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten leben, aber noch viel, viel mehr Menschen sind eben ganz weit weg durch die letzten 40, 50 Jahre, wo ja alles nur noch um Business ging, um Marketing und die beste Strategie und auch wir Frauen haben uns da ja oft verlassen, was die Weiblichkeit angeht, um fast ein besserer Mann zu werden. Und ich glaube, diese Zeiten, die sind einfach vorbei, die haben sich erfüllt. Und da dürfen wir jetzt stehen bleiben und sagen, okay, ich spüre es, aber wo bitte kriege ich hier eine Gebrauchsanweisung, wie das geht? Absolut. Ja, und ich glaube schon, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon kennt, aber das hat mir mal jemand, auch ein Lehrer von mir, erklärt. Das finde ich ganz schön. Diese dritte Dimension ist ja wirklich noch dieses, ja, so an seinen eigenen Vorteil, Angst zu haben, jemand nimmt einem was weg und so, ja. Und es ist natürlich in uns drin so tief durch Schulsystem, durch das, wie die Welt einfach war, ja, nur Vorteil und nur, ja, letztendlich Konkurrenz und solche Gier und so Sachen, das ist in uns alle drin von der Anlage. Das will ich gar nicht wegreden und so. Aber ich glaube, wir können da auch in was Neues reinwachsen. Und da bist du für mich auch ein großes Vorbild. Ich finde, du lebst das wirklich, Christel. Gibst dich überall hin. Du bist großherzig im Teilen. Und da, ich erlebe bei dir wenig Konkurrenz und Denken. Und da gehen wir jetzt in die fünfte Dimension. Und das ist für mich wirklich nochmal ein anderes Bewusstsein, wo wir viel wohlwollender noch miteinander umgehen können, ja. Wo wir, das war es ja eigentlich so durch Corona unglaublich im Gegenteil sich gezeigt hat, oh, man muss vorsichtig sein, was der andere, ne, der Nachbar und ne, da wurde ja dieses Spaltungsdenken auf allen Ebenen, ja. Oder auch, dass man den anderen verurteilt, wenn er anders denkt, wenn er es vielleicht anders mit Emotionen umgeht, so dass wir uns da noch viel, viel, viel interessierter begegnen, noch viel mehr verstehen können, noch viel mehr, ja, dass wir das noch viel mehr zusammenbringen, zum Wohle des Übergeordneten. Vielleicht das ist nochmal wichtig, ja, dass es immer wieder um diese übergeordnete Laufrichtung geht. Wenn es Frieden ist, ja, ist es jetzt, dient es dem Frieden, wenn ich jetzt das so und so mache, ja?
Und nicht einfach machen, weil es jetzt für mich stimmt, das wäre dritte Dimension, ja, das ist jetzt richtig, das fühlt sich jetzt richtig an. Nee, ist es wirklich dienlich, wenn ich das jetzt tue, für das Übergeordnete? Wow. Zuerst mal auch vielen Dank für deine wertschätzenden Worte. Danke, danke dir. Ja. Ja, ich denke, Corona, diese ganze Corona-Zeit, das war so ein dermaßen intensives Trainingslager. Also auch für mich so, wo hat es mich überall hingebeutelt, um einfach immer mehr zu lernen, wirklich diese andersdenkenden Menschen, die anders im Leben stehen, nochmal ganz neu und ganz anders anzunehmen, dass sie einfach ihren eigenen Lebensweg haben und dass ich die Weisheit auch nicht mit ganz vielen Löffeln bekommen habe und nur die Wahrheit kennt, sondern dass eben jeder Mensch seine eigene Wahrheit hat und dass es an mir ist, die zu respektieren und zu akzeptieren und nicht zu verurteilen. Da, da, da. Nee, Ja. oh Mann, eine heiße Zeit. Aber als allererstes, um dieses ganze Friends-Projekt überhaupt mal kennenzulernen, startest du ja jetzt mal mit einem Kongress. Ich darf ja Teil davon sein. Du hast vorhin schon erzählt, wir machen ihn live innerhalb des Kongresses. Aber das ist ja gar nicht so ein ganz klitzekleiner Kongress, sondern du hast ja gleich mal wirklich in die Größe gelangt. Wie viele Ja. sind denn jetzt etwa dabei? Ja, wir sind 50, wir haben 50 Sprecher. Ja, es waren einfach immer wieder so, wieder ein neues Thema kam rein, wo ich dachte, das muss einfach auch noch ins Gewahrsein von den Menschen und auch noch eine große Motivation ist natürlich für mich auch. Ich bin ja mit Leib wirklich mit totaler Überzeugung Homöopathin, dass ich glaube, auch die Homöopathie ist so eine eigene Blase. Und für mich war es nochmal wichtig, dass auch die Homöopathie mal in Kreise kommt, wo die Homöopathie vielleicht normalerweise nie kommen würde, so. Und dieses naturheilkundliche Denken vielleicht mal einfach auch ein bisschen in eine spirituelle Szene, die noch gar nicht so viel mit dieser Naturheilkunde zu tun hat, ja. Und auch in die homöopathischen Kreise, da fehlt mir manchmal auch ein bisschen Spiritualität. Und dass man so diese spirituelle Ebene dann einfach auch, ja, noch mehr in dieses naturheilkundlich Denkende reinkommt. Und deswegen haben wir halt wirklich auch wirklich die Top-Liga an, ja, an spirituellen Sprechern und Lehrern. Und zum Beispiel jetzt nochmal zu diesem Teamgeist, an die wäre ich nie, die hätte ich niemals allein gekriegt. Da sind viele Sprecher dabei, nur zum Beispiel einer meiner Partner ist Patrick von der Quelle, der hat so alles, was Rang und Namen hat in der spirituellen Szene, kennt er. Und der hat natürlich so Visium zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Sänger kennt, den finde ich halt mega und den habe ich angeschrieben, der hat mir abgesagt. Aber dann kommt so ein Patrick und der kennt den einfach. Und das ist wieder das Schöne, ja, dass wir allein einfach, das meine ich, wir können allein, ich hätte niemals so einen Kongress auf die Reihe bringen können, wenn ich den allein veranstaltet habe und hätte. Und das ist das Schöne. Oder ja, es gab so viele Sprecher, die hätte ich nie gekriegt, wenn ich die jetzt allein einfach diesen Kongress gemacht hätte. Also ja, es sind so viele wunderbare Menschen dabei. Und es war mir wichtig, wirklich ausnahmslos nur Menschen einzuladen, die wirklich schon einen großen Beitrag für die Welt geleistet haben. Ja, weil wir brauchen diese Menschen als Inspirationsquelle. Ich fand, da habe ich mal so zwei, drei Szenen, die mich sehr berührt haben, schon aus dem Kongress erzählen. Ja. So, zum Beispiel Gerald Hüther war, fand ich auch so ein starkes Interview. Und er sagt, zum Schluss wird er gefragt, ja, erzähl noch was über Liebe und Frieden, so wie, ne, zum Motto von dem Kongress. Und er sagt, er kann das eigentlich schon gar nicht mehr hören, Liebe und Frieden, ja, dass man alles ist Liebe und Frieden und so. Er sagt, ja, wir müssen es jetzt tun. Ihn interessiert nur, leben wir Liebe und Frieden? Das ist das Einzige, was zählt. Und das ist vielleicht für mich die stärkste Motivation in diesem Kongress. Wie können wir wirklich Liebe und Frieden mit uns, in unseren Familien und in dieser Welt wirklich kreieren? Kreieren und leben. Ja. Ja. Das ist die Kunst, das ist die Kunst. Und das hört sich immer so einfach an. Das ist nicht einfach. Und deswegen glaube ich, brauchen wir Online, Offline-Gemeinschaften. Ich glaube wirklich, allein ist es viel, viel schwieriger, sowas wirklich zu verwirklichen, weil ich ja auch merke, jeder
Und ich auch habe meine blinden Flecken, und dann hast du so 5 Minuten Gespräch mit einem tollen Freund, und vielleicht geht es dir nicht so gut, und dann macht er nur eine oder zwei entscheidende Fragen, und du kriegst so ein Wake-up und hast wieder was kapiert über dich und über das Leben. Und das können wir uns nicht selber geben, das reimt sich sogar. Das kann nur durch dieses Gegenüber sein, ja, oder es gibt in so Interviews, kennst du, das kennt vielleicht jeder, so einen magischen Moment, da ist nur ein Satz, nur ein einziger Satz, der geht so tief rein, wie Gerald Hüther sagt, das muss aus dem Kopf, das muss dich tief berühren, und wenn es dich berührt, dann kann sich, jetzt ist der magische Moment, dann kann sich was in deinem Leben verändern, weil du dann eine Motivation kriegst, wenn du in diese Resonanz gehen kannst, und das war mir zum Beispiel extrem wichtig, nur Menschen einzuladen, die diese Kompetenz haben zu berühren, wirklich dich zu berühren. Ja. Ja, und es ist einfach diese Zeit, wir wissen so viel. Unser Kopf ist eine riesengroße Bibliothek. Aber Ja. das Wissen reicht heute nicht mehr, sondern es geht wirklich darum, dass dieses Wissen hier runtersackt und so ganz konzentriert in unser Herz einfließt. Und wenn wir jetzt praktisch das Wissen mit dem Herzen verbinden können und unser Wissen aus dem Herzen leben, aus dem Herzen sprechen können, wow, dann wird es richtig gut. Ja, und deswegen dachte ich, wir sind zwei Herzensfrauen und wir möchten gern diesen Herzraum öffnen. Und deswegen, weißt du noch das Datum von unserem Live-Abend? Ich finde es so schön, vielleicht können wir die Menschen jetzt schon einladen, mit uns in diesen Herzraum einzutauchen, dass wir wirklich schon so diese Samen sehen für 2024, dass es ein Herzensjahr wird, weil wenn wir aus dem Herzen leben, dann können so viele neue Möglichkeiten in unser Leben komm, weil wenn ich mit einem offenen Herzen auf Menschen zugehe, dann bin ich immer interessant ein Stück weit. Ja, dann kommen auch, dann wirke ich immer anziehen. Dann ist es der Magnet, der zusammenkommen will, ja. Und dann kommen plötzlich Menschen, die sprechen dich an, die bieten dir was an, die geben dir eine Chance, ein Sprungbrett im Leben. Und deswegen glaube ich, ist das das Allerwichtigste, was wir tun können, uns mit dem Herzen, unsere Herzmauern zu entkrusten sozusagen, was auch immer, das kann ja alles Mögliche sein, von, ja, dass man das Gefühl hat, es ist wie ein Draht um das Herz, das kann das Gefühl sein, das ist wie eine Mauer, das kann sein, das ist wie eine Rosenhecke. Ich weiß, dass das energetisch wirklich so oft mir Patienten beschreiben, was auch immer du jetzt noch um dein Herz für Verkrustungen hast, ja, lass die uns wirklich abbauen, und dass wir mit dieser Öffnung wie eine Knospe, ja. Deswegen finde ich es so schön, dass wir dieses Knospen, dass wir mit den Knospen diesen Abend verbringen, sozusagen uns ganz weit öffnen können für die Liebe und für das Leben, für das gelebte Leben. Weißt du das Datum? Gabis Kongress startet am 19. Januar Das weiß und ich. wir haben unser Live am Montag, den 22. um 19 Uhr. Genau. Genau, und es geht um die Geburt neuen Lebens durch die Knospen, mit den Knospen. Und ich nehme euch an dem Abend auch eine wunderschöne Meditation mit, vielleicht sogar in zwei, weil wir kreisen gerade zu zwei im Kopf. Und wo du das auch gerade gesagt hast, von der Dornenhecke, die ums Herz geht. Da gibt es natürlich so eine wunderbare Knospe wie die Heckenrose. Und ihr alle kennt das Märchen von Dornröschen. Und ja, da gibt es noch so manche kleine Geheimnisse. Und dorthin nehmen wir euch mit. Super, echt, da freue ich mich jetzt schon selber drauf. Weil ich Ja. glaube, wir haben alle ein Stück weit Verletzungen und wir haben alle Ja. Verwundungen uns am Leben erfahren, oder? Und das hat mal auch ein Meister gesagt, die größte Herausforderung im Leben ist, da drin nicht hängen zu bleiben, in dieser Resignation, sondern wenn wir das wieder überwinden können, dann, ja, dann ist es Leben, was einlädt zu leben. Schön. Vielen, vielen Dank, dass du mit ein Teil wirklich von Friends bist und dass du Lust hast, mit mir und mit den Menschen zusammen die Welt ja ein bisschen besser zu machen. Auf jeden Fall, Gabi. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einladung, für das schöne Gespräch jetzt und dass wir alle, die jetzt hier zuhören, zuschauen, auch in den nächsten Wochen, dass wir dich jetzt auch in unserem Herzen auf deinem neuen Weg mitbegleiten und uns alle schon freuen können, was da alles noch entstehen darf. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und bis bald. Bis bald, ciao, alles Liebe auch für euch, Ciao. euer Lieben.